Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe. Heute am Montag, dem 3. Januar 2022. Zunächst einmal wünsche ich Ihnen allen ein glückliches und gesundes neues Jahr. Und ich freue mich natürlich, dass Sie wiederum eingeschaltet haben bei John Gossens Daily DAX, welcher im Übrigen, es sind noch ein paar Monate, aber in diesem Jahr in der Tat sein 10-jähriges Bestehen feiern wird. Das werden wir natürlich auch in dem Monat, in dem das 10-jährige Bestehen auch offiziell eben dann stattfindet, auch entsprechend feiern mit einer richtig großen Aktion in diesem Jahr. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Da wird es richtig knallen, was ich für den Verlag für Sie ausgehandelt habe. Lassen Sie sich auch überraschen, es sind ja noch ein paar Monate. Ich werde Sie auf jeden Fall ausgiebig darüber informieren, wenn der Zeitpunkt dazu gekommen ist. Das allerdings nur als paar einleitende Worte zu Beginn des neuen Jahres. Und ja, wir starten wie üblich mit dem Blick auf den amerikanischen Dow Jones Index. Wie sieht es eben hier aus? Wir sehen, dass der Index in der vergangenen Börsenwoche, also noch im zurückliegenden Jahr, zwischenzeitlich noch ein neues Rekordhoch erzielte, dann ein ja leichter Abverkauf erfolgte und sogenannte Gewinnmitnahmen waren hier die Folge. Und damit könnte eben das Zielszenario vielleicht eintreffen. Wir werden es sehen, nämlich, ich betonte ja, vielleicht testet man eben noch das Rekordhoch aus, dann aber dürfte der Pullback zunächst einmal hier auf den gebrochenen Abwärtstrend das erste kurzfristige Kursziel für den amerikanischen Dow Jones Index sein. Beim Technologieindex Nasdaq sehen wir auch letztendlich, noch immer natürlich, wir erinnern uns zurück, rückblickend, klarer, breiter, aufwärtsgerichteter Trendkanal, aber ich betonte stets 16,3, 16,4, das ist die große Hürde. Nun ja, es wurde dann in der Tat deutlich mehr, muss man sagen, knapp 16,6 sind es geworden, aber jetzt rutscht der Index auch schon wieder zurück. Und ja, ich bleibe eben dabei, dass wir ja, wie gesagt, auf jeden Fall keinen neuen Rekordhoch sehen werden und vorerst hier in diesem breiten, seitwärts verrichteten aktuellen Momentum ein wenig fest verlaufen dürften. Also ich gehe eben nicht von einem Ausbruch aus dem aufwärtsgerichteten Trendkanal aus, sondern bleibe eben dabei, dass sich im Gegenteil keine neuen Rekordhochs ausbilden. Allerdings auch keine signifikanten neuen Tiefs, sondern erst einmal eben hier Ping-Pong gespielt wird, sprich seitwärts in der letzten beziehungsweise starken Seitwärtsbewegung. Dann noch ein Blick auf Adobe als Aktie des Tages. Recht interessant, muss man sagen, der Wochenchart der Adobe-Aktie, denn nach dem starken Kursrutsch, wir erinnern uns zurück, die Aktie notierte nämlich schon bei rund 700 US-Dollar, fiel die Aktie zurück auf rund 536 US-Dollar, also auf jeden Fall hier ein satter Kursrücksetzer. Und wir sehen, dass hier die Aktie zurückgefallen ist auf einen horizontalen Kursunterstützungsbereich. Das könnte jetzt wirklich eine ganz, ganz attraktive Kurszone sein, um hier eine Adobe-Aktie entsprechend günstig einzusammeln. Also behalten Sie den Titel auf jeden Fall mal auf der Watchlist und wie üblich wird es ab sofort wieder eben die Trading-Idee der Woche für Sie geben in diesem Jahr. Ja, das heißt, jede Woche eine spannende Trading-Idee. Jetzt in den letzten ein, zwei Handelswochen gab es diese nur noch weniger, wobei ich Ihnen ja jeweils noch zwei Ideen zu Weihnachten präsentiert hatte, auf die ich noch in dieser Woche natürlich auch hier im Detail nochmals zu sprechen kommen werde. Das war's zunächst einmal von dem heutigen Handelsstart. Lassen wir uns überraschen, wie die Märkte in das neue Jahr starten, ob eben die Mittelzuflüsse wie üblich die Märkte positiv beeinflussen, ob das Ganze dann verpufft oder ob wir vielleicht dann doch sogar eine negative Überraschung sehen. Warten wir es ab. Und später geht es dann natürlich weiter mit dem Blick auf den deutschen Aktienindex. Und ich freue mich, wenn Sie eben deshalb heute Abend wieder einschalten.